Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Yoshi's Island Advance. In Welt 4. Koopa-Kommando. Ah, Goombas. Gibt's ja nicht sonst noch in einem anderen Level? Spontan fällt mir keiner ein. Wenn ich mich nicht täusche, sieht man die Koopas in jedem Level aus dieser Welt. Da passt der Boss auch ziemlich zu, oder? Ihr kennt auch die Regel? Alle Röhren mal überprüfen? Ich weiß es genau, dass man in eine Röhre rein kann. Vorsicht, hinter einigen von diesen Kristallen verstecken sich Shy Guys. Also gut hinschauen. Davon sollte sich jetzt jeder angesprochen fühlen, der keine Sterne verlieren will. Schön. Und was soll ich damit? Was? Nein. Ihr erinnert euch noch an den vorletzten Level aus der ersten Welt?
Jetzt bin ich mal wieder sprachlos, aber das ist für mich nichts Neues. Ah, in Super Mario World haben wir also einen ähnlichen Gegner kennengelernt. Dort waren es noch Raupen, aber offensichtlich waren die jetzt alle in ihren Kokons. Doppelmoppel. Ja, da ist man natürlich klar im Vorteil, wenn man eine Person bei sich hat, die einem zuschaut. Dann hat man eine bessere Gedankenstütze. Manchmal ist es auch ganz gut zu merken, aber naja, diesmal, ich hab's schon leichter erlebt. Das war... Ja, genau richtig. Das letzte Pärchen verwandelt sich übrigens dann immer in ein 10 ab. Ja, Sterne sind mir wichtig. Ja, hatte schon vergessen, was für ein Item es vorher war. Aber egal. Ich werde diesen Part auch an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.